What's up? Hey, is that a muffin? But yes, it is. I want it. Give me. No, go away. Give me. Young. What? No! Wie einige von euch bestimmt bemerkt haben, haben wir in letzter Zeit ein neues AI-System eingeführt. Einige waren der Meinung, dass wir das Spiel schwerer machen wollten. Das ist nicht der Fall. Also eigentlich wollten wir genau so die Aliens wieder haben, wie sie vorher waren. Der eigentliche Grund liegt daran, dass das alte AI-System sehr starr war. Das heißt, wir konnten daran sehr wenig verändern. So sehr wir das wollten, die letzten paar Jahre, es hat halt immer eine Menge Arbeit erfordert. Deshalb haben wir das Ganze auf einem neuen AI-System aufgesetzt und sind in Zukunft in der Lage, da eine Menge Erweiterungen zu machen, und zwar deutlich schneller als in der Vergangenheit. Das heißt, wir bringen neue NPCs auf neuen Maps und das Ganze binnen der nächsten Wochen. Wir wissen, dass es eine der Sachen ist, die ihr euch am meisten gewünscht habt, und ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß damit. Ja, hallo, ich bin Marco, ich bin 2D-3D Artist bei DarkOrbit. Seit ca. 8 Monaten, und ich mache sowohl Webgrafiken wie Interface-Elemente und In-Game-Objekte sowie Raumschiffe und Asteroiden und alles, was der Spieler eigentlich an sich sieht. Ich habe mich in Berlin ausbilden lassen in die Richtung 3D-Artist und Game Design und bin kurze Zeit später bei DarkOrbit gelandet. Wir arbeiten sehr bereichübergreifend. Wir setzen uns da mit den Game Designern und Programmierern hin, gucken erstmal, in welche Richtung wir gehen wollen, was technisch möglich ist, und setzen uns dann an die ersten Konzepte und Zeichnungen ran. Die werden dann weitergegeben an die Modellierer, und die Sachen werden dann 3D umgesetzt und vorbereitet für das Spiel. Seit längerem sind wir dabei, neuen Content für DarkOrbit fertigzustellen. Ich denke mal, die Community wird sehr viel Spaß damit haben, weil es etwas ist, was sie sich schon seit längerem wünscht. Das Ganze geht jetzt in den Test und soll demnächst released werden. Ich hoffe, ihr werdet viel Spaß damit haben. Euer DarkOrbit Team. Meanwhile in the DarkOrbit Mansion. Hello there. I'm the Oracle of DarkOrbit. Today you've called me on my day off. I've decided to use some of my time wisely, and I'll be answering some of your questions today. First question comes from Florida Light Knight. Florida Light Knight asks, "Hello, I want to know, what do you think about the bots in DarkOrbit, the Udo bot, attack bots, velocity bots? What are you doing about this problem?" Well, that's a very good point you raise. Now, I want you to know that here at DarkOrbit, we're aware of these bots. We do actually care. We really care about these bots, because we think the bots suck. And it doesn't matter if you're using a Udo bot, velocity bot, or a bot. People that use bots, they suck too. We also think you should know that we have ways of finding bots. And if you use a bot, we'll find you, we will warn you, and then we'll remove your experience. Just as a final point, if you're thinking of using a bot, you should be aware that most of the sites out there that offer these bots are scamming sites, and they will just steal your login data. You will never receive anything for it. Point Dehart A on Poland 2 asks, "We want to know what will happen with the pilot bio. Will it work like a basic Facebook? I don't see nicknames or emails of my invited friends. I don't even see a history of this, only of the bonuses I received." Well, the pilot profile page, as you know at the moment, is only a tiny part of what we have planned. I want you guys to know that we're currently working on it, and we're currently adding new features. And before too long, you'll be able to see who your friends are, what your friends have been up to, and you'll be able to share all kinds of advanced information with them. This next question comes from Ravenge on Scandinavia 2. Ravenge asks, "Hello DarkOrbit. Some of my friends said there are new maps coming to DarkOrbit. Is this true? And if so, what kind of aliens will wait for us there?" Well, Ravenge, I can't actually tell you what's coming, but all I can tell you is that it's really big. We haven't just been sitting around drinking chai lattes and playing Scrabble. We've been working our asses off and bringing the big guns.
If you cast your mind back to 2009 and January 26th, you'll have an idea of what's coming up. Intercepted transmission. ASM. Point of class. Intercepted. End transmission.